Noch immer liegt süßlicher Gasgeruch in der Luft, der aus dem Erdreich dringt. Mittlerweile sind die Gas- und Stromleitungen vor dem Unglückshaus freigelegt, damit die Ursache gefunden werden kann. Am Abend hatten mehrere Explosionen die Anwohner aufgeschreckt. Am schlimmsten getroffen hatte es die Erdgeschosswohnung. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Ein Bewohner reagierte geistesgegenwärtig. Ich wusste erst gar nicht, wo ich hingucken sollte. Alles war nur noch Trümmer. Ja, dann bin ich im Keller runter, Gas und Wasser abgedreht. Wahrscheinlich ein bisschen viel Gas eingeatmet. Ging es mir nicht so gut. Ja, und jetzt warten wir mal, wie es weitergeht. Auch die umliegenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Die Gaskonzentration an der Unglücksstelle blieb hoch. Zuerst war eine defekte Therme als Ursache vermutet worden. Mittlerweile scheint sicher, das Gas ist aus einem Leck im Gehwegbereich ausgeströmt und über mehrere Stunden in das angrenzende Haus gesickert. Warum die Gasleitung undicht war, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr rät, auffällige Gerüche draußen und drinnen in jedem Fall ernst zu nehmen. Sofort die Feuerwehr rufen, Wohnung verlassen, Nachbarn warnen und nach Möglichkeit keine zusätzlichen Zündquellen anmachen, kein Feuer anmachen, also nicht übertriebenerweise erstmal noch eine Zigarette anstecken und dann die Feuerwehr anrufen, sondern die Zigarette erst draußen anstecken, wenn man in sicherem Bereich ist. Ständig überwacht Hamburg-Netz die Gasleitungen. 2300 Kilometer Rohre sowie 12.000 Hausanschlüsse jährlich. Größere Leckagen sind extrem selten. Die Ursachen seien auch dann meistens Eingriffe von außen. Eine Firma hat Platten verlegt, die Baggerschaufel hat zu tief in die Erde gegriffen und hat dann quasi das Rohr leicht beschädigt, sodass über Jahre durch Korrosion dann vielleicht doch eine Leckage entsteht. Kann passieren, ist aber die absolute Ausnahme. Anwohner berichteten, dass gestern vor dem betroffenen Haus an der Elektroleitung gearbeitet wurde. Ob ein Zusammenhang mit dem Unglück besteht, ist noch unklar.